Alle Fraktionen in diesem Hohen Haus distanzieren sich von Rechtsextremismus. Insbesondere meine Fraktion hat mehrfach dargelegt, dass sie Rechtsextremismus ebenso kategorisch ablehnt wie jede andere Form des Extremismus auch. Aber ein großer Teil dieses Hauses hat ein veritables Linksextremismusproblem. Stärken wir denen die Rücken, die jeden Tag an vielen Orten in diesem Land sich dem rechten Vormarsch entgegenstellen und sagen, danke Antifa. Frau Kollegin Renner. Und ganz aktuell fordert Frau Renner auf Twitter mehr Personal bei der Antifa statt bei der Polizei und den Sicherheitsbehörden. Ich sage klar und deutlich, wer als Politiker die Antifa unterstützt, macht sich mit gewalttätigen Verfassungsfeinden gemein. Und wir sind nicht bereit, dies weiter hinzunehmen. Ist das ein Symbol der Antifa, das in die Kategorie fällt, die Sie nicht haben wollen? Ist das ein Symbol der Antifa, das Sie nicht haben wollen? Die Berliner Gewerkschaft der Polizei stellt unzweideutig fest, dass in manchen linken Stadtteilen Einsatzhundertschaften und Besatzungen von Funkwagen nicht aussteigen, wenn nicht gerade jemand blutend auf der Straße liegt. Meine Damen und Herren, das sind linksextreme No-Go-Areas. Und No-Go-Areas, egal welcher Art, sind in Deutschland nicht hinnehmbar und müssen konsequent bekämpft und beseitigt werden. Es darf bei der Verteidigung unseres Rechtsstaates keinen Bonus für Linksextremisten geben. Rechtsextremismus wollen Sie nachweisbar und offensichtlich nicht bekämpfen. Das ist gut aufgehoben bei den demokratischen Kräften in diesem Haus, nicht zuletzt bei der Sozialdemokratie. Die SPD im Rathaus von Potsdam lässt zu, dass die Antifa nächstes Jahr in einem mit Steuergeldern geförderten Jugendzentrum ein Kampfsportwochenende veranstaltet. Und die evangelische Kirche duldet beim Kirchentag sogenannte antifaschistische Kirchen mit antifa-ähnlichem Logo. Diese Förderung und Verharmlosung linksextremistischer Gewalttäter ist inakzeptabel und muss schnellstmöglichst beendet werden. Vor ungefähr zwei Wochen wollte ich auf einer Anti-AfD-Demonstration eine Rede halten und Leute, die eher im Antifa-Bereich sich bewegen, wollten aufgrund unserer differierenden Position in der Migrationspolitik das unterbinden. Das wäre jetzt der Moment leicht, Ihnen zuzustimmen, aber ich tue das Gegenteil. Die Realität ist, unsere Partei wird öfter angegriffen als alle anderen hier vertretenen Parteien zusammen. Und Sie akzeptieren diese Gewalt, weil sie gegen einen politischen Konkurrenten sich richtet, nämlich gegen die größte Oppositionspartei in diesem Haus. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist eine Schande für diese Demokratie. Sie werden scheitern mit diesem Rassismus, den Sie hier und in die Gesellschaft tragen wollen. Und deswegen ist es für mich ganz klar, AfD, eure Kinder werden so wie wir. Und das ist auch gut so, bunt und vielfältig. Linksextremismus muss endlich ebenso verurteilt und geächtet werden wie andere Extremismusformen auch. Setzen Sie ein klares Zeichen für Meinungspluralismus und Demokratie. Werden Sie Ihrer Verantwortung für unser Land gerecht und unterstützen Sie diesen Antrag. Heute geht es jetzt darum, die Antifa zu ächten. Und ansonsten, wenn Sie über Extremismus reden, dann geht es bei Ihnen ja um islamistischen Terrorismus. Über Antisemitismus sprechen Sie auch nur im Zusammenhang mit dem Islam, obwohl über 90% aller antisemitischen Straftaten von rechts kommen. Sie haben hier seit Jahren keinen einzigen Antrag zur Bekämpfung des Rechtsextremismus eingebracht. Wo ist Ihr Antrag? Die Wiederholung von Unterstellungen, Lügen und Unwahrheiten, die machen Sie nicht wahrer. Herr Grötsch, Sie haben offensichtlich und im Übrigen die anderen Vorredner auch den Antrag nicht gelesen. Er bezieht sich nämlich explizit auf alle Extremismusformen und da lesen bildet, bin ich so frei und zitiere die Ziffer 1 und 2. Der Deutsche Bundestag stellt fest, der Deutsche Bundestag bekennt sich zu einem antiextremistischen Grundkonsens und erkennt dazu an, dass der gesellschaftlichen Polarisierung nur effektiv begegnet werden kann, indem man sich gemeinsam und in glaubhafter Form gegen alle extremistischen Strömungen rechter, linker oder islamistischer Art einsetzt. Ziffer 2.
für einen glaubwürdigen Kampf der Politik gegen gewalttätigen politischen Extremismus distanziert sich daher der Deutsche Bundestag in aller Deutlichkeit von jeglichen Strömungen, die das Demokratie- und das Rechtsstaatsprinzip sowie das staatliche Gewaltmonopol in Verkörperung durch die Polizei- und Sicherheitsbehörden und der Justiz in der Bundesrepublik Deutschland ablehnen. Herr Grötsch, so wie die AfD sich glasklar von Rechtsextremismus distanziert, so würde ich mir eine Distanzierung Ihrer Partei vom Linksextremismus wünschen.